Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und heute kümmern wir uns um das, ja, um das, wenn man gucken könnte, das vorletzte oder vorvorletzte, weil es kommt ja jetzt wieder eine neue Erweiterung. Auf jeden Fall gucken wir uns heute die Hexenkönigin an und danach Lightfall und dann kommt der Final Shape. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Wir werden es auch noch auf legendär spielen, denn das ist auch eine neue Neuerung, dass man diese Kampagne auch auf legendär spielen kann. Und ihr seht, ich habe ein bisschen gespielt, sag ich mal. Ja, ich habe die ganzen, wie nennt man die Waffen nochmal? Die Wecker-Waffen habe ich geholt. Ich muss noch bis zur nächsten Woche warten, denn da kommen die letzten Waffen, die letzten Wacker-Waffen und dann kann ich auch alle Bücher hier bekommen und noch so weiter und so fort. Zwar weiß ich nicht, wie ich das hier machen kann, aber das werde ich schon herausfinden. Ich will zumindest den Titel erreichen, aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Und ich mag echt diese Waffen. Das sind ja, wie gesagt, alte Waffen. Und hier zum Beispiel Hammerhead aus der Warmind. Nicht Warmind, aus Forsaken Season Pass. Da auf jeden Fall. Ah, hier stimmt, die schwarze Waffenkammer. Da gab's Hammerhead. Und dann finde ich das übelst geil, dass man die jetzt hier wiederbekommt. Zwar ein bisschen anders, aber trotzdem. Ist das toll, die wiederzubekommen. Genauso wie die Aces, das Aces-Gewehr. Ist auch schön. Und wir spielen heute mit dem Exo-Schrotflintengewehr, weil das ein einzelnes Präzisionsgeschoss abschießt. Wird interessant. Hier gibt es auch noch so schöne Ornamente, aber das interessiert uns nicht. Sondern wir wollen reingehen in in Witch Queen, Shadowkeep waren wir ja schon drin. Die Ankunft. Ja, wo kann ich denn das hier umstellen, dass ich auch auf legendär spielen kann? Okay. Reicht das nicht? Vielleicht muss ich erstmal hier drauf drücken. Mal gucken. Wir gehen rein. In Krisenzeiten suchen die Menschen bei ihren Anführern nach Antworten. Aber seit die Planeten vom Himmel gerissen wurden, kann ich nur noch mehr Fragen anbieten. Und jetzt, mit der Rückkehr des Mars, wo soll ich anfangen? Wo ist sie? Deine Theorie war korrekt. Das Relikt stammt von den Pyramiden. Gar keine Frage. Die Leute wissen vom Mars. Ich brauche mehr Zeit. Die Kabale mobilisieren sich. Wir müssen... Sichert das Lager! Offenbar haben sie ein anderes Ziel. Was haben sie im Visier? Savatun. Ah, hier dürfen wir jetzt aussuchen. Ja, auf legendär sind die Gegner natürlich krasser. Es gibt, glaube ich, auch Barrieregegner. Warte mal, jetzt können wir jetzt gucken. Ah, es gibt keine Barrieregegner. Radar ist deaktiviert, Kämpfer mit mehr Gesundheit. Und es wird schwieriger, sie zu betäuben. Akolyten hinterlassen nach ihrem Tod Feuerpools, die dann Schaden verursachen. Treten
bestens geschützte und hochaggressive Kämpfer. Und Power Level ist 16.005, was bei uns jetzt nicht großartig ist. Also großartig schwer. Also, es müsste eigentlich gar nicht mal so schwer sein, Dingens hier zu machen, legendär. Aber ich will's trotzdem jetzt erstmal noch nicht machen. Wir machen das in einem Stream. So habe ich mir das gedacht. Wir machen das im Stream. Und ja, da werden wir das dann durchspielen. Aber hier werden wir jetzt erstmal ganz normal die Kampagne spielen. Weil ich will mich jetzt hier nicht stressen lassen und auch nicht mit 50 Toten hier die Folge beenden. Deswegen gehen wir mal rein. Okay, da sind wir. Hüter, Aeris und ich errichten in der Nähe des Sattels eine Operationsbasis der Verborgenen. Wie ist deine Position? Wir sind in einer Art Getreidefeld. Was ihr seht, ist ein Fenster ins goldene Zeitalter. Der Mars ist mit zeitlichen Instabilitäten zurückgekehrt und Savatuns Anwesenheit hier ist kein Zufall. Wir glauben, dass das Wiederauftauchen des Mars sie aus ihrem Versteck getrieben hat. Sie könnte sich in einem geschwächten Zustand befinden. Die Flotte der Kabale blockiert den Flugweg zu ihrem Schiff. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu gelangen und Savatun aufzuspüren. Das ist vielleicht unsere einzige Chance, zuzuschlagen. Ja, apropos Störungen, müssen wir mal kurz die Aufnahme pausieren, weil es gibt gerade übelste Frame-Drops. So. Da jetzt, okay, Leute, ich konnte es irgendwie nicht ganz erinnern. Irgendwie hier bei den Getreidefeld, ich weiß nicht, warum hier so ein Getreidefeld ist. Aeris hatte da irgendwie gerade gesagt, so, ja, ist so eine Instabilisation von der Rückkehr des Mars. Irgendwie sowas. Weil die Dunkelheit hat ja den Mars verschlungen. Und deswegen ist irgendwie hier gerade Frame Drops. Und wegen hier oben sind auch noch ein paar Frame Drops. Aber ich versuche mal so gut wie möglich zu kämpfen dagegen. Ja, es geht in dieser Erweiterung so, Savatun ist zurück mit dem Mars und, oder ich glaube Savatun, gab es Savatun schon davor? Ich glaube schon. Doch gab es davor. Ich mache mal erstmal ein bisschen leiser. So. Und die Frau nimmt jetzt den Mars ein und das sollen wir natürlich verhindern. Okay, müssen wir das Teil da reinmachen. Oh, ich hoffe, dass danach, wenn wir hier weg sind, bitte mehr FPS sind. Es ist ja schrecklich. So, ich scheiß auf euch. Gut, einmal hier rüber. Die Kabale bereiten eine riesige Kanone vor. Ich habe eine Idee. Geh rein und bring mich zu einer Konsole. Es ist nicht wirklich besser. So, aber geil. Geil, wie hier die Sonne scheint. Wenn es überhaupt die Sonne ist. Naja, vielleicht ist drinnen ein bisschen besser. Bleib bitte stehen. Ich muss dich wegknallen. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich habe ja viel gehört, dass es richtig geil wird und so. Also die Story. Ist ja auch die beste sozusagen ist. Bring mich zu der Konsole. Mal sehen, wie diese Kanone funktioniert. Ich habe gehört, dass Savatun dank Mara Sof, der Königin der Erwachten, untergetaucht ist. Warum zeigt sie sich dann so schnell wieder? Scheint mir etwas zu leichtsinnig für die Göttin der Lügen und Tricks. Keine Ahnung, mein Freund. Das ist alles eine Frage. Ja, warum ich immer noch... unter 60 FPS. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Oh. Ach, nee. Das machst du mit mir nicht hier. Oh, Hammerhead. So ein geiles Maschinengewehr. Irgendwie beim Ziehen habe ich mehr FPS. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht.
So, geh mal weg, du Großer. Aber wenn legendär wirklich nur bis 1620 geht, dann ist es ja eigentlich recht einfach. Weil wir sind ja schon überlevelt. Ich hab's. Wir brauchen Treibstoff, Energie und die Kontrolle über das Projektil. Das Projektil wirst natürlich du sein. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst, aber vertrau mir. Es wird funktionieren. Meine Pläne funktionieren immer. Beginnen wir damit, die Treibstoffleitungen zu öffnen. Ich bin ja mir nicht so sicher, ob unser Geist so krass ist mit den Plänen. Aber ich habe ja keine andere Wahl. Ich bin ja so stumm. Also in dem Spiel. Für eine Aufnahme jetzt nicht. Ja, treffe ich auch mal was? Ja, da war eine Wand. Digga, warum ballert mich jetzt das Schiff an? Ich weiß nicht, die haben auch irgendwie so einen Patch gemacht, dass die Schiffe jetzt ballern. Oh, es geht auf den Sack, wenn das Schiff die ganze Zeit ballert. Komm, lauf schneller, lauf schneller. So, ich trainiere. Das war die erste Hüter. Eine fehlt noch. Guck mal, der Idiot muss da weg. Jetzt hier mit meinen geilen Handschuhen rumschießen. Hallo? Du kommst mir nicht. Digga, was hat das denn jetzt? So. Ey, mir gefällt die neue Schrotflinte jetzt schon. Die cool. Ich hab die bekommen, als ich Schmelztiegel bis zum letzten Rang durchgespielt habe. Was übrigens absolut stressig ist. Die Treibstoffleitungen sind offen. Denn wer jeder PvP gespielt hat, weißt, wie schlimm das ist. PvP ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das sind echt die größten Schwitzer. Okay, nee, Leute, ich hau ab. Tschüss. Als nächstes die Generatoren. Merk grad, ich spiele gerade nur Void. Ach man, warum mache ich das denn immer noch? Ich bin doch kein Jäger. Bitte. So, er ist da drinnen. Alles explodiert hier auf einmal. Ist der letzte. Mann. Jetzt muss ich noch nachladen hier. Na, komm schon. So. Die ist drin. Okay. Kommen wir da durch? Also wenn ich die Göttin der Lügen wäre, würde ich nicht mit einem riesigen Schiff auftauchen. Das schreit ja förmlich. Hier bin ich! Kommt und tötet mich! Oder vielleicht wedelt Savatun mit einer roten Fahne vor einem Stier. Und wir sind der Stier. Wir brauchen zwei Überbrückungscodes, um den Aufzug in Gang zu setzen. Nur Kabal-Ingenieure haben welche. Warte mal ganz kurz. Gut, meine Guys, ich bin wieder zurück. Ich musste kurz was Wir machen. Brauchen zwei Überbrückungscodes, um den Aufzug in Gang zu setzen. Nur Kabal-Ingenieure haben welche. Ich wäre fast in dieses Loch gefallen. Ich wollte so
ganz normal hier spielen und auf einmal springe ich in so ein Loch. Kann ich mit mir hier. So. Warte, hier den großen hier wegmachen. Ist natürlich blöd, dass es jetzt hier auf 1600 ist. So, das ist halt dann viel zu einfach. Oh. Das ist dann viel zu einfach zu spielen. Finde ich schade, dass sie das Power-Level nicht angehoben haben. Ah, na gut, das kann man halt nicht ändern. Mann, ich verklick mich jedes Mal. Was ist das? Nennt mich ein Vollidiot. Und ich sehe wieder nichts. Bam! Deine Fresse! So. Bring mich zu dieser Konsole. Ich werde den Aufzug aktivieren. Ja, warte kurz. Bitteschön. Der Aufzug ist aktiv. Wir müssen nur noch die Flugbahn anpassen. Kriegt man nicht irgendwie immer so eine Chest? Ja, das wurde mir doch auch irgendwie gesagt. Nicht? Oh, schade. Ah, ich glaube, die kriegt man nur bei Legendär. So, jetzt gehen wir rauf auf die Kanone. Bin jetzt mal gespannt. So, hier Waffen wechseln. Als wäre ich hier irgendwie OG Master LP 63. Als ich nach den Kanonenplänen gesucht habe, habe ich einen Marschbefehl von Keikel entdeckt. Sie will den Mars für die Kabale zurückerobern. Ich weiß nicht, wie sie es finden würde, wenn wir uns einmischen. Das ist natürlich Sache, die in der Season 16 oder 15 gemacht wurde, die aber für uns gerade nicht relevant ist. Okay, die Kanone richtet sich aus. Zeit zum Nachladen, Hüter. Keine Sorge, das wird schon klappen. Aber ich bin da, um dich wieder zu beleben. Nur für den Fall. Du musst mir das jetzt nicht erklären. Soweit ich weiß, war ist noch ja nicht nie so, ein Hüter auf Savatun die dritte Erweiterung. Entweder lädt sie uns an Bord ein, oder sie ist nach der Begegnung mit Königin Mara so geschwächt, dass sie ungeschickt wird. Ich hoffe auf Letzteres. Aber ich würde nicht darauf wetten. Oh Gott, es geht los. Wow! Oh mein Gott. Da habe ich aber echt viel Feuer hinterm Rücken bekommen. Und schön, der Arsch ist abgefackelt. Ikora, wir haben es auf das Schiff geschafft. Und wir sehen Spuren von leere Licht. Scheint, als wäre schon ein anderer Hüter hier gewesen. Das ist unmöglich. Vielleicht haben wir übereilt gehandelt. Es gibt zu viele unbekannte Variablen. Savatun ist die Göttin der Lügen. Auf einen Moment zu warten, wo ihre Absichten klar sind, würde ewig dauern. Nicht ewig, nur so lange, bis wir für Unterstützung sorgen können. Hüter, Aeris und ich sind festgenagelt. Wenn du jetzt umkehrst, haben wir mehr Zeit zum Planen. Ich glaube nicht, dass Savatun uns Zeit lassen wird, Ikora. Das könnte unsere einzige Chance sein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Seid vorsichtig. Wir werden uns schon ein Bild hier schaffen. Keine Sorge. Was war das? Das war so eine Motte. Fliegende Motten anscheinend, die auch noch am Start. Hast du die Motte gerade gesehen? Sie glühte vor Licht. Und es war kein verdorbenes Licht, Hüter. Sondern ein Licht wie unseres. Ja, das ist... Ich bin neu. Die haben nämlich jetzt hier so spezielle Motten und die suchen immer so eine Akolyt, also eine Schar. Und wenn die keinen gefunden haben, dann oder keinen mehr haben, dann suchen sie uns aus. Dann sind wir das Opfer. Oh, Tribut. Muss ich hier in die Tributschale reinwerfen? Weil hier, das Design ist mal wieder super. Auch wenn ich immer noch schade finde, dass man hier keine Filter aktivieren kann. Egal. Manchmal kann man nicht alles im Leben bekommen. Aua. Guck mal, da habe ich jetzt so eine Motte in die Fresse bekommen. Gut, da haben wir schon mal drei von denen.
ich habe getroffen, aber eigentlich. So. Nee, Motte, geh mal weg. Da brauche ich ja nur noch ein Tribut, der ist da hinten. Nein, nicht respawn. Bitte. Oh, zum Glück. Gott, alle rein. Zack, zack. Wir haben es geschafft. Der Kühler. Die Schar sollte das Licht nicht gegen uns nutzen können. Sie sollte es überhaupt nicht nutzen können. Der Reisende würde ihnen diese Macht niemals geben. Jedenfalls nicht freiwillig. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wir müssen Sabaton finden. Ganz ruhig, mein Geist. Wie komme ich da rein? Oh, ich mähe euch alle weg. Da drinnen. Ich empfange ungewöhnliche Energiewerte von der Statue. Machen wir einen kurzen Umweg.